Vergangene Woche haben die MV-Werften Insolvenz angemeldet. Nun ist ein Urteil gefallen, nachdem das Land Mecklenburg-Vorpommern dem Mutterkonzern Genting Hongkong keinen Kredit in Höhe von 78 Millionen Euro zahlen muss. Das entschied das Landgericht Schwerin. Ja, nun nachgefragt bei Martin Möller in Schwerin. Was bedeutet dieses Gerichtsurteil jetzt? Naja, es hat erstmal bedeutet, dass Genting nach Ansicht des Gerichts, also der Mutterkonzern in Hongkong, nicht in existenziellen Nöten steckt. Und die Landesregierung hat einfach mal 78 Millionen jetzt erstmal mehr zur Verfügung, die sie sicherlich gut gebrauchen kann, um die Restrukturierung an der Küste anzugehen. Diese Gerichtsentscheidung, die hat ja nichts mit der Insolvenz der Werften zu tun. Wie geht's bei den Werften nun weiter? Ist jetzt ein Insolvenzverwalter eingesetzt und der macht jetzt erstmal einen Kassensturz sicher. Als erstes müssen erstmal die Löhne gezahlt werden. Das hat er angewiesen. Also das funktioniert, die Dezemberlöhne. Und da muss natürlich geguckt werden, wie geht es jetzt weiter an den einzelnen Standorten. Am Standort zum Beispiel in Stralsund, da gibt es auch schon konkrete Pläne von der Stadt und auch einzelnen Investoren. Die würden da gerne so ein gemischtes maritimes Gewerbegebiet draus machen. Und da gibt es ja in der Tat auch viel Bedarf, ist viel zu tun. Die Schiffsflotte muss umgerüstet werden, erneuerbare Energien und so weiter. Ähnliches kann sich auch der Oberbürgermeister Matzen für Rostock vorstellen. Also eine Art Technologiepark maritim. Ja, muss natürlich Investoren gesucht werden und so weiter. In Wismar ist es ein bisschen komplizierter. Da ist ja dieses riesige Schiff Global One oder Global Dream, steht ja schon dran, liegt da im Dock. Das hat schon 1,1 Milliarden Euro gekostet. Und nun ist die Frage, das muss der Insolvenzverwalter dann eben entscheiden. Er hat gesagt, er möchte das zu Ende bauen. Die Frage ist natürlich immer, was kostet das? Und wer nimmt das Schiff nachher am Ende ab? Das ist ja so spezialisiert auf diesen asiatischen Markt mit Casinos und 2000 Kabinen und so weiter, dass es eigentlich schwer wird, da andere Abnehmer zu finden als der Genting-Konzern selber. Und ob der dann nachher die 1,67 Milliarden bezahlen will, das werden wir sehen. Was hören Sie da vom Insolvenzverwalter? Für wie groß schätzen Sie die Chance ein, dass die Mitarbeiter bald eine mittel- bis langfristige Perspektive erhalten werden? Das ist eigentlich so die Hauptaufgabe, auch die Hauptaufgabe der Politik. Das war auch immer das Argument, den MV-Werften zu helfen, ist eben dieses Arbeitskräftepotenzial. Man möchte halt diese Arbeitskräfte halten. Da sind viele Fachkräfte dabei, die wegen den MV-Werften extra auch wieder zurückgekommen sind, die mal in den 90ern abgewandert sind. Langfristige Perspektive mit Kreuzschifffahrtbau ist natürlich schwierig, weil das Geschäftsmodell, mit dem Genting angetreten ist und die MV-Werften, also eigene Schiffe zu bauen, weil die anderen 5 großen Werften in der Welt, die das auch noch leisten können, ausgelastet sind. Das hat sich mit Corona quasi über Nacht erledigt. Kreuzfahrtschiffen ist ja erstmal jetzt nicht viel Geld zu verdienen und die anderen Werften haben natürlich auch Kapazitäten. Also da müsste man, und da ist eben die Lücke, um die Leute zu halten, kommt es darauf an, dass man die Lücke nicht so groß werden lässt. Da muss man eben mit neuen Geschäftsmodellen dann kommen, eben zum Beispiel erneuerbare Energien und so weiter. Aber das muss ja auch alles erst entwickelt und designt werden und so weiter. Also das ist sozusagen die große Herausforderung, aufpassen, dass die Leute nicht verschwinden. Wie wichtig sind denn die Werften für die Region? Na, die MV-Werften ist schon so der industrielle Kern von Mecklenburg-Vorpommern. 2000 Beschäftigte, die jetzt aktuell an dem Schiff Global One dort arbeiten. Nochmal mindestens so viele in der Zulieferindustrie. Und da gibt es einen Haufen Fremdfirmen und so. Also das ist schon ein mit mehreren tausend Beschäftigten schon so der industrielle Kern. Aber, muss man eben auch sagen, die Zeiten haben sich eben doch auch ein bisschen geändert. Deshalb ist auch brennen jetzt keine Tonnen vor den Werftoren und werden keine Mahnwachen gemacht. Es gibt eben auch Alternativen. Überall gibt es Fachkräftemangel, auch in Mecklenburg-Vorpommern. Insofern, ja, sie sind sehr wichtig, gerade das Know-how der Leute. Aber es ist jetzt nicht alternativlos. Also die Mitarbeiter wissen wohl sehr genau und sehen es auch realistisch, was in Zukunft mit ihnen passieren wird. Wann wird man denn überhaupt wissen, wie viel am Ende von den ursprünglichen Werften gerettet werden kann? Ja, das ist natürlich der berühmte Blick in die Glaskugel. Da kann man natürlich nach Beispielen gucken. Diese Umstrukturierung hat ja auch in anderen Ländern stattgefunden. Da wird immer nach zum Beispiel nach Dänemark geguckt. Die letzte große Werft dort ist ja eine maritime Nation. Die Werft in Odense, in Munkebo bei Odense.
Die ist vor 10 Jahren insolvent gegangen. Und dann hat man eben dort eben so einen maritimen Gewerbepark aufgemacht, der so kleinteilig mit über 100 Firmen arbeiten. Da heute ist alles Mögliche dabei, von Unterwasserrobotern, Fundamente für Windkraftanlagen, Schiffsreparatur, Schiffsumbau und so weiter. Die haben heute 6.500 Beschäftigte. Also das, oder Leute, die da auf dem Gelände mittelbar und unmittelbar arbeiten. Aber das ist eben jetzt auch schon 10 Jahre her. Und so wird das sicher auch bei den MV-Werften sein. Dass sie so im Verbund überleben werden, ist fast unwahrscheinlich. Man muss dann sehen, wie an den, wenn man die dann summiert, die einzelnen Standorte, sagen wir heute in 10 Jahren, wie viel Beschäftigte da eben überlebt haben. Aber so, wie sie jetzt existieren, haben sie quasi keinen Zug. Und auch dieser klassische Schiffbau, das ist wahrscheinlich wirklich ein Bruch, zumindest für die MV-Werften, der wird wahrscheinlich so nicht überleben. Dankeschön für das Gespräch. Martin Möller nach Schwerin. Sehr gerne. Dass der deutsche Schiffbau also in der Krise steckt, ist offenkundig. Vergangene Woche hatte neben den MV-Werften auch die Lloyd-Werft in Bremerhaven Insolvenz angemeldet. Die Branche befindet sich im Umbruch. Das Ziel ist klimaneutrale Schifffahrt. Und da sehen Experten durchaus zusätzliche Chancen für die Werften auch hierzulande. Solche Bilder könnten künftig der Vergangenheit angehören. Die Schifffahrt soll klimaneutral werden und das möglichst schnell. Mancher sieht darin eine Zukunftsperspektive für den Schiffbau, der schon lange in der Krise steckt. Erst kämpfte man mit der immer stärkeren Konkurrenz aus Asien, dann brachte Corona das wichtige Kreuzfahrtgeschäft zum Erliegen. Bieten emissionsfreie Antriebe also einen Ausweg? Das ist ein Riesenmarkt, weil wir im Grunde genommen die gesamte europäische und eigentlich sogar die gesamte Weltflotte umbauen müssen. Und das sind allein für den innereuropäischen Verkehr rund 20.000 Seeschiffe. Noch fahren die meisten Schiffe mit umweltschädlichem Schweröl. Nun steht eine ganze Reihe alternativer Antriebe in der Diskussion. Die haben alle Vor- und Nachteile im Hinblick auf Kosten, im Hinblick auf Handling, im Hinblick auf Umweltwirkungen und Toxizität zum Beispiel. Und im Moment würde ich sagen, und da denke ich, geht die Diskussion hin, sind Ammoniak und Methanol die aussichtsreichsten Kraftstoffe. Für kurze Strecken werden mancherorts schon jetzt Elektrofähren eingesetzt, wie hier in Norwegen. Für die Langstrecke erhoffen sich die deutschen Schiffbauer einen Wettbewerbsvorteil, weil sie vor allem Kreuzfahrtschiffe bauen. Die Kreuzfahrtindustrie ist Vorreiter der maritimen Energiewende, weil natürlich im Konsumentenmarkt dieses Thema viel mehr Beachtung findet. Und genau deshalb investiert diese Branche schon lange in neue Technologien. Und auf diesen Vorsprung wollen wir aufbauen. Die kurzfristigen Aussichten des deutschen Schiffbaus sind düster. Langfristig könnte es dagegen wieder mehr zu tun geben. Zu Wochenbeginn blicken wir auf die Finanzmärkte. Ein Hingucker sind dabei die Zahlen von Fraport, die durchaus positiv überrascht haben. Fluggesellschaften wurden ja besonders hart von der Corona-Krise betroffen. Die Betreiberfirma des Frankfurter Flughafens meldet aber das beste Ergebnis der Konzerngeschichte. René Bucken an der Frankfurter Börse, wie passt das denn zusammen? Ja, viele Unternehmen waren im vergangenen Jahr auf die Luftfracht angewiesen, quasi alternativlos. Denn die Corona-Pandemie hat auch 2021 weltweit die Lieferketten ordentlich durcheinander gebracht. Der Schiffsverkehr zum Beispiel war daher häufig nicht zuverlässig genug. Bis heute kommt es da zu Problemen. Und so bleibt vielen Unternehmen wohl eben einfach nichts anderes übrig, als den Weg durch die Luft zu wählen. Das ist zwar nicht ganz günstig und schlägt sich natürlich auch in den Preisen nieder. Aber immerhin kamen Firmen so an ihre nötigen Waren und Vorprodukte. Gut für die Luftfrachtbranche, die momentan einen Rekord nach dem anderen bricht. Dazu gehört zum Beispiel auch die Fraport. Bei der Luftfracht durfte die sich im vergangenen Jahr über ein Plus von 18,7% gegenüber dem Vorjahr freuen. Das sind rund 2,3 Millionen Tonnen, so viel wie noch nie. Damit konnte der Frankfurter Flughafen seine starke Stellung in diesem Bereich weiter ausbauen. Im Passagierbereich ist ebenfalls eine leichte Entspannung zu verzeichnen. Am Frankfurter Flughafen sind im vergangenen Jahr nämlich knapp 25 Millionen Reisende abgefertigt worden. Fast ein Drittel mehr als im Corona-Jahr 2020. Grund dafür ist zum einen die gestiegene Reisenachfrage im Sommer, aber auch die Öffnung der USA im Herbst. Und trotzdem lagen die Passagierzahlen im vergangenen Jahr unter dem Vorkrisenniveau. Im Rekordjahr 2019 nutzten noch fast dreimal so viele Passagiere Deutschlands größten Flughafen. Der deutsche Aktienindex zeigt sich heute mit einem moderaten Wachstum. Zum Ende des Tages steht das Börsenbarometer bei 15.934 Punkten. Das sind 50 mehr als am vergangenen Freitag.
Die Anleger insgesamt also in guter Stimmung. Auch die Frachttochter der Lufthansa hatte bereits über gute Geschäfte berichtet, ähnlich wie viele andere Fluggesellschaften. Die Aktie der Fraport, die sich in den letzten Monaten deutlich erholt hatte, kann davon heute aber kaum profitieren und schwankt um ihren Vortageswert. Dankeschön, René Bucken nach Frankfurt.